In Fonetica Online 5 ci occupiamo delle vocali. Wir sprechen also über die Vokale im Italienischen. Grundsätzlich gilt, alle Vokale sind klar und deutlich zu sprechen. Keine Abtönung des Auslauts wie etwa im Deutschen Liebe und ähnliches. In der Endung liegen viele morphosyntaktische, also grammatikalische und damit auch semantische Unterschiede. Wir erkennen, ob ein Wort in der Einzahl, in der Mehrzahl aufzufassen ist, welche Person spricht, wissen Bescheid über das Geschlecht, die Zeit und den Modus. Das erkennen wir alles an der Endung. Daher ist es ganz, ganz wichtig, diese Endungen eindeutig zu differenzieren. A, E, I, O, U. Wie sollen wir dieses Problem bewältigen? Nun, als erstes gilt es zu beachten, dass E, Ä, O, O, also offenes Ä, offenes O und geschlossenes E, geschlossenes O im Italienischen Phoneme sind, also bedeutungsunterscheidend. Ist also ganz wichtig, offene und geschlossene Es und Os auch zu sprechen. Zweitens, unser Gehör schärfen. Drittens, Wörterbuch nutzen. Und viertens, üben. Immer wieder zuhören, nachfragen, nachmachen. A, I, U sind einfach immer nur klar und deutlich zu sprechen. Da gibt es keine Unterschiede, die hören sich in jeder Lautverbindung gleich an. A, I und U. Das beherrschen wir perfekt, solange die Vokale allein zu sprechen sind. Schwierig wird es im Wort, in der jeweiligen Lautverbindung, diese Vokale ebenso rein und klar zu artikulieren. Achten Sie daher auf das sogenannte Vokalbett. Artikulieren Sie die Vokale rein, gehen Sie dann in den folgenden Laut, aber ohne Zwischenlaute. Exaktes Sprechen ist wichtig, ohne Zwischentöne, Übergangsschleifen oder ähnliches, wie wir das aus regionalen Varianten im Deutschen kennen.